Guten Mittag, Leute, und willkommen zu dem 400 Abonnenten Frage-Beantwortungs-Blablabla-Special. Ja, ich habe 403 Abonnenten. Ich bedanke mich erstmal wieder dafür. Das mache ich eigentlich bei jedem Hundertsten. Ihr seid toll, ihr seid super. Wie ich sehen musste, gesehen habe, findet ihr das Let's Play Shakes & Fidget voll geil. Finde ich selber cool und das werden auf jeden Fall mehrere Folgen folgen. Entschuldigt meine Stimme, ich bin wohl anscheinend etwas erkältet, aber das stört euch nicht. Kommen wir zu den Fragen. Es sind einige Fragen eingetrudelt, die ich beantworte. Manche habe ich gelöscht, weil das sind einfach nur... Ich glaube, hier ist nur eine drin, die ich total bekloppt ist. Ich gehe einfach mal von unten nach oben. Danny Kobo 94 SGF fragt: Hey Darius, was für ein Fußballfan bist du, wenn du überhaupt Fan bist? Gruß Nico, nur der VfL Bochum. Ja, ich war jahrelang VfL Bochum-Fan, aber als ich dann gemerkt habe, dass das mit denen gar keinen Sinn hat, weil ich sag nur, wir steigen auf, wir steigen ab, zwischendurch UEFA Cup, habe ich mich dann gesagt, dass ich mich dann so in komplett Ruhrgebiet anordne. Also, generell bin ich jetzt nicht so an Fußball mehr interessiert, ich war 11 Jahre lang im Verein, aber danach nicht mehr, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Und ja, jetzt interessiert mich am meisten, aber dafür bin ich bei der WM dann voll der Typ, der abgeht. Ich denke mal, damit ist deine Frage beantwortet. Gut, dass du aus Bochum kommst, Bochumer Jungs forever. Und ja, hi, welche Schuhgröße hast du? In meinen momentanen Schuhen habe ich 44, in manchen habe ich 43. Wie ist deine Handynummer? Sage ich dir nicht. Wo wohnst du? In Bochum. In welcher Straße wohnst du? Ja, Rosenstraße 4. Ja, das müsste dir eigentlich nicht helfen. Hi, Magic Doom. Meine Frage ist, hast du eine Freundin? Wenn ja, wie heißt sie? Macht sie auch YouTube-Videos? Video auf YouTube? Nein, ich habe momentan keine Freundin. Finde ich eigentlich schade. Aber... bin interessiert. Ja. Nicht, dass es für mich so ein Tabuthema wäre, aber was gibt's da groß zu erzählen? Wo wohnst du? Und welche Schwächen hat deine Alarmanlage? Also ich wohne in Bochum und wir haben keine Alarmanlage. Kennst du das auch? What the fuck? Ja, ja. Keine weiteren Fragen mehr. Hey M4, hätte mal so ein paar Fragen. Kannst du dir vorstellen, auch nach der RTL 2 Challenge auf dem RTL 2 Server weiterzuspielen? Ja, das werde ich sogar machen, weil es macht eigentlich relativ Spaß, so sich alles so selbst zu erkämpfen ohne Pilze. Im Gegenteil zu Magic Doom von S7. Macht eigentlich relativ Spaß. Wie heißt du mit Nachnamen? Ja, ist eine witzige Geschichte. Ich heiße Hahn wie das Huhn. Darius Hahn. Hahn. Wie das Tier eben. Manche haben mich in der Grundschule mit Harren verwechselt. Da war ich Harnwegsinfekt oder Wasserhahn. Ja, ja, ist lustig. Haha. wo wohnst du? Ich wohne immer noch in Bochum. Sinnlose Frage tun nichts zur Sache. Verfolgst du außer von iWeapons regelmäßig andere SRF-Gamer auf YouTube? Wie zum Beispiel... Ja, das mache ich auf jeden Fall. Und ein paar... Einmal wöchentlich gehe ich sogar mal auf Gibby Shakes & Fidget ein und guck mal die neuesten Videos durch. Ob da vielleicht ein neues Talent ist, was man vielleicht sogar noch fördern kann. Das mache ich und ja, macht mir Spaß, manchmal neue Videos zu sehen. Manche gibt man auch enttäuschende, die Leute die Videos von ihrer Handykamera machen, das ist dann schon schade. Weiter. Willst du auf Office 15 weiterspielen? Ja, das ist eine Frage, die vielen auf der Seele brennt und es ist eine Antwort. Nein, werde ich nicht. Ich werde da nicht mehr so aktiv weiterspielen. Ich werde da vielleicht ein paar Pilzen weitermachen und ich werde dann auf S16 warten und da weiterspielen. Also auf S15 werde ich nicht mehr weitermachen. Da ist dann mein Shakes Fidget Let's Play und Server 10 dann wieder. Nächste Frage. Hallo Magic, ich zerbreche mir den Kopf schon seit langem über eine Frage. Also es geht um S und F. Wie sollte man das Equip in Dungeons anlegen, wenn du Kundi, Mage vs. Kundi, Krieger vs. Mage bist? Ach so, Kundi, Krieger, Mage.
Also, Kundi versus Kundi, Mage versus Mage und Krieger versus Krieger ist wichtig, dass man das Hauptattribut macht. Das weiß ich, aber was ist gegen andere Klasse? Andere Klassen, MFG, X-Clan. Gut, da ich gerade Shakes and Fidget offen habe und Level 22 erreicht habe, kann ich das mal erklären. Wenn du als Krieger gegen einen Geschickgegner machst, ist die höchste Priorität viele Epics. Das heißt, du hast dann mehr Crit und kannst damit die Chance, dass er weniger ausweicht. Wenn du als Krieger gegen einen Magier machst, brauchst du auch relativ viele Epics, denn du brauchst erstmal alle Attribut-Epics sind auch wichtig und auch noch ein paar Stärke-Items, um den Magier schnell genug down zu bekommen. Da ist der gute Mix, ja, und beim Krieger gegen Krieger ist es klar. Beim Magier gegen Kundi ist auch wieder viele Epics, damit du länger gegen ihn stehst, das heißt, du hast mehr Leben, mehr Crit, um länger gegen ihn auszuhalten und natürlich alle Attributsteile. Als Kundi hast du dann eine ganz andere Sache, da kannst du auch mit Geschick teilen gegen Krieger und gegen Krieger machen, weil du hast eben die Chance, dass du ausweichst und 50%, du hast 50% höhere Chance, dass du ausweichst. Und das ist schon eine Menge. Das heißt, da kannst du auch, ob du Epics hast oder nicht, gegen Krieger gewinnen. Gegen Magier brauchst du auch wirklich Epics, damit du das Leben hast. Denn Magier haben halt mehr Schaden. Und wenn du zu wenig Leben hast, das hat man mit Oli Geschick nicht. Ja, ich denke, damit ist auch deine Frage beantwortet. Das heißt, meistens machen die Epics und das Crit die Kämpfe aus. Und ja, dann von doch von Pink Box CA95. Wie viele Pilze gibst du jeden Tag aus? Wie viele Pilze schon insgesamt ausgegeben für Shakes und Fidget? Ja, wie viele gebe ich pro Tag aus? Wenn ich überhaupt auf einem Server Pilze, dann meistens so 10 bis 20. Also wenn es nötig ist, 20, sonst immer nur 10 für meine Alu. 20 ist dann für Tränke und für neuen Stab, den ich wohl auch bald brauche. Und sonst gebe ich nicht viel Pilze aus, außer das ist dann für Videos. Nur wegen euch muss ich für Pilze ausgeben. Wie viele Pilze habe ich insgesamt ausgegeben? Soweit ich mich erinnern kann, habe ich auf S10 4500 Pilze gekauft und auf Server 15 irgendwas mit 700. Dann kommen wir auf eine Menge von 5200, also habe ich auch die ungefähr schon ausgegeben. Also so um die 5000 Pilze habe ich schon ausgegeben, das ist aber nichts im Gegensatz zu anderen Leuten. Was ist denn das für eine Post nach dem Angriff? Ja, egal. Ja, ich mache hier mal eben schnell das weiter, ist ja jetzt auch egal. Hier so. Von Soul 1 Angel. Hey M4 und hallo YouTube. Glückwunsch dir zu deinen 400 Abonnenten und hier meine Frage. Ja, danke erstmal dafür. Und was sind deine Hobbys? Ja, war klar, die kommen muss. Also, ich bin eigentlich ein fetter Nerd mit Pickeln und Brille, der niemals rausgeht und ich weiß, wie frische Luft ist. Nein, ein Scherz. Nichts gegen die Leute, aber doch was gegen die Leute. Also, ich habe erstens Hobby, ich gehe gern, fahre gern in Urlaub. Also, es gibt keine Ferien, wo ich nicht irgendwo bin. Dann bin ich noch nicht, nein, kein richtiger DJ. Ich habe halt mein Mischpult und da mache ich halt ein bisschen Musik. Aus dem Grund höre ich auch nur solche Musik. Ich habe mir auch überlegt, das irgendwie in 5 oder 10 Jahren mal hobbymäßig zu machen. Ja, muss ich mal gucken, wie das so wird. Und ja, sonst immer so mit Kollegen treffen, wie Stones oder so zum Beispiel. Immer gerne mal Scheiße machen. Also, wenn wir uns treffen, dann am liebsten immer gerne in der Stadt oder so, dass wir da mal Mist machen. Ja, dann natürlich YouTube-Videos und schneiden und zocken. Ja, und ins Schwimmbad gehe ich auch gerne. Ja. Aber telefonieren und sowas ist jetzt nicht gerade so mein Hobby. Ich denke mal, damit ist deine Frage auch beantwortet. Sind zwar nicht direkt Hobbys, aber ja. Ist halt eben so. Dann der Sevinator. Bist du in irgendeinem Sportverein und ja, welchen Sport? Also ich war 11 Jahre lang im Fußballverein. Hab da auch lange, lange viel erlebt. Hatte dann aber keine Lust mehr und bin dann zu Tischtennis gewechselt. Da habe ich dann auch mal ein halbes Jahr gespielt, aber momentan halt nicht. Außerdem, ich denke mal, ich werde wieder im Winter machen, weil ich hasse es im Sommer.
irgendwelche Sportvereine zu gehen. Also ich war bisher in meinem Leben im Badminton habe ich auch gemacht, auch für ein Jahr. Also ich war in meinem Leben bei Fußball, Badminton und Tischtennis. Ich weiß noch nicht, was ich bald ausprobieren soll, aber keine Ahnung. Dann an die nächste von Drachenritter Heta. Also, ich wollte fragen, wie lange spielst du schon Shakes and Fidget? Mit welcher Klasse hast du am Spiel am meisten Spaß und zu zocken und welches war dein höchstes Level? Also, wie lange spiele ich schon Shakes and Fidget? Ich habe Oktober 2010 angefangen mit Magic Doom aus Server 10. Und am meisten Spaß habe ich eigentlich mit Magiern und Krieger. Ich finde Kundschafter langweilig und Krieger machen einfach Spaß, weil es ist eine Herausforderung. Und Magier, ich mag einfach viel Schaden und da die sind, ist auch eine Klasse, wo man halt Spaß macht, auch die Epics geil sind und so weiter. Da ist mir jetzt gerade mein Mikro verrutscht. Und ja, welches war mein höchstes Level? Mit Magic Doom bin ich jetzt Level 180 auf Server 10, das ist mein höchstes Level, aber ich denke mal, da wird sich noch einiges dran ändern, weil Shakes and Fidget macht mir trotz all den Karpaten mit Bann und so weiter noch Spaß. Und wie ihr seht, auch mit dem Let's Play, die machen ja euch Spaß und solange euch die Videos Spaß machen und mir die Videos Spaß machen, werde ich mit Shakes and Fidget auch nicht aufhören. Dann Waldbrand 77. Hey, du hast die 400 Abonnenten. Da wollte ich dich fragen, ob du jemanden kennst, der aus S9. Boah, Leute, lernt mal Deutsch, ey. Spiel und in meine Gilde kann, ob du einen Freund hast, der aus S9 angefangen würde und der kann in meine Gilde kommen will. Boah, Alter. Weil wir zurzeit immer mehr so Rang 100 sind. Wie du sicher gesehen hast, habe ich auch einen Kommentar unter dein Video gemacht. Wo du gesagt hast, du dich neu im. Boah, Alter. Erster Tipp von mir, lern Deutsch. Wenn du Deutsch kannst, dann lern schreiben. So. Wie ich das erkenne, soll ich jemanden vielleicht kennen, der auf S9 spielt? Ich kenne keinen, der auf S9 spielt. Und ich habe auch keinen, der auf S9 anfangen möchte, soweit ich weiß. Und damit ist, glaube ich, die Frage beantwortet. Ich habe vier Fragen an dich. Wie alt bist du? 15, bin ich immer noch. Ich werde bald 16. Auf welchen Servern spielst du bei Shakes and Fidget? S7, S10 gebannt für noch 6 Tage. Auf S14 gebannt noch bis 22. Auf S15 immer noch gebannt bis 22. Und RTL 2. Wo wohnst du? Immer noch auf Server. Ich wohne noch auf gar keinem Server. Ich wohne in Bochum, mein Gott. Mein Gott. Mann, ist ekelhaft. Und lohnt es sich, Pilze zu kaufen? Das tut es sich auf jeden Fall. Um es nochmal allen Leuten zu erklären. Ihr habt erstens den Greifen und damit levelt ihr auf jeden Fall am schnellsten. Und habt auch die Chance, schneller Pilze zu droppen, da ihr mehr Quests machen könnt. Es gibt den Mythos, dass wenn ihr mit einer Kuh rumrennt, dass ihr damit dann am meisten Pilze droppt. Das ist nur ein Mythos. Oder mit einem Schwein. Ja, ich habe außerdem noch den 25% Rang, der auf jeden Fall für Krieger und Kunig sehr interessant ist und für Magier auch noch ein kleiner netter Bonus ist. Erst später bringt der auch Magiern sehr viel was. Und ja, ihr habt dadurch auch die Chance, Dungeons öfter zu probieren und dadurch auch schneller zu leveln und an Epics zu kommen und so weiter. Ja, und im Zauber- und Waffenladen könnt ihr dann eure Ausrüstung immer besser machen, also aufrüsten. Was zum Beispiel vor allen Dingen bei Waffen ziemlich wichtig ist. Manche Non-Pilzer rennen, wenn sie Pech haben, noch 10 Level mit einer Waffe rum. Und es gibt schon, sagen wir mal, Waffen, die 50 Durchschnittsschaden mehr haben. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Außerdem kannst du dann da auch deine Gilde ausbauen, falls du eine Gilde hast. Und ja, das ist generell der Vorteil von Pilzen. Du hast einfach generell einen großen Vorteil von allen Nicht-Pilzern. Und ich denke mal, damit ist auch deine Frage beantwortet. Ja, das waren die Fragen. Es gab noch andere sinnvolle Fragen. Womit nehme ich auf? Darüber ich an euch noch einen Tipp, wo ihr das alles findet. Wo und womit ich was aufnehme. Boah, Mann, ey, mein ganzer Körper spielt verrückt. Steht alles in meiner Kanalbeschreibung. Ja, Shakes and Fidget Fragen könnt ihr auch einfach mal meine Videos verfolgen. Da sind auch manchmal irgendwelche Sachen, wo ich dann noch was anmerken möchte. Viele haben mich gefragt, wo das Tutorial ist von dem
von dem Pilz transferieren. Das musste ich löschen, denn ich habe eine E-Mail von einem GameStaff bekommen, dass ich das löschen soll, weil einige Leute das nicht verstehen. Was ist das denn für eine Post? Okay, hat nichts damit zu tun. Einige Leute das einfach nicht verstehen. Und deswegen einige Tickets eingelaufen sind und alle von mir kamen. Also das heißt, hey, ich habe ein Video von Magic Doom gesehen, guck mal das. Ja, ihr müsst mich doch nicht kommentieren. Soweit ich weiß, gucken alle Stuffs, fast alle Stuffs meine Videos. Und deswegen werde ich mich auch entscheiden, nie wieder irgendwas Böses zu machen. Denn nochmal einen Bann will ich nicht haben. Kann ich mir auch nicht leisten. Ich denke mal, das ist jetzt nur so ein Verwarnungsbann. Und danach gibt es dann auch Perms, Permbans. Und ja, das will ich nicht. Und ich glaube, damit haben sich meine Fragen erledigt. Eure Fragen. Ja, ich nehme schon 16 Minuten auf. Wie gut, dass ich länger hochladen kann. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht werde ich heute sogar zwei Folgen Let's Play Shakes and Fidget hochladen als Belohnung. Wir sehen uns dann im nächsten Video, ob SV-Video oder keine Ahnung. Ich habe hier mittlerweile auch ganz schön einige SV-Abonnenten. Freut mich, dass ihr euch für mich entscheidet, entschieden habt. Es werden auf jeden Fall noch weitere Videos von SVLi kommen. Da bin ich am Arbeiten und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.